Gao Yutao, ich komme aus China und ich bin Student jetzt in Kunstakademie. Das ist meine erste Ausstellung in Berlin. Ich habe diese Ausstellung einen Namen gegeben, das ist der Senfkorn von Merubek. Und das kommt aus Buttigicht, schäftes Werk. Und was bedeutet das, dass ein kleines Ding ist, Senfkork, und ein großes Berg Meerhust verstecken. Und es gibt auch Bedeutung, dass ein kleines Ding viele Möglichkeiten haben kann, wie meines Arbeites. Und wenn man meine Arbeit zuerst sieht, finde ich es große Werte wie Vibration, aber es entsteht aus der kleinsten Stein und kleines Meer. Und diese Arbeit wurde durch den Scanner zu Ausdruck gebracht. Und ich habe diese Postcard im Flow Market gekauft. Und ich habe diese Postcard über einen Scanner gezogen und ein bisschen getankt. Und so, dass das Licht, das der Scanner, die Bewegung der Postcard folgt, an dieses neues Bild entstand. Und in welches tiefes Herz und Göttlichkeit intensiv. Und ich finde diese Arbeitsprozess faszinierend, weil das Licht der Scanner ist wie eine Leuchtenkarte zu dieser Art Skulptur zu streichen. Ja, das ist meine Meinung. Und ich glaube, dass Leute meine Arbeit sehen, bekommt ein neues Gefühl und eine neue Idee. Ja, ich finde, als Künstler nimmst du die Dinge auf die Soße, beachtet und macht Art bewährt und bringst die Leute dazu, über sich nachzudenken. Ja, das ist mein Land. Ich bleibe hier erst 5 Jahre. Und, meine Sprache ist Skulptur und meine Lehrerin ist die bekannteste Bildhauerin, Katharina Fritsch. Und ich mag Deutschland. Ja, genau. Und ich finde diese Ausstellung finde ich super. Und ich kann meine Art und Meinung und neueste Persönlichkeit Erfahrung zeigen. Finde ich super. Zum Beispiel meine Hände, diese Arbeit, es zeigt eine Kirche und eine Schweißglas. Ich habe vor 1 Jahr nach Italien gegangen. Und ich habe viele bekannteste Kirchen besucht. Und wenn, als ich in diese Kirche eintrat, höre ich ein gutes Organ spielen. Das finde ich super. Das Gefühl gefällt mir. Ich möchte dieses Gefühl nehmen. Und dann ich mache diese Arbeit. Ich musste meinen Abschluss machen. Vielleicht nach Abschluss möchte ich in Deutschland 1 Jahr bleiben. Suche eine neue Chance. Vielleicht, oder ich möchte in Berlin meine neue Erfahrung kommen.